Und Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge in der Forspoken-Demo. Nach wie vor, hab jetzt gerade mal nach der letzten Folge, schaut euch die unbedingt an, hier nochmal so ein Camp gesäubert. Absolut fantastische Kämpfe, ey. Die ist so geil gemacht mit diesen Bewegungen, mit der Wechsel der Magie und den Angriffen. Absolut fantastisch. Wir werden auf jeden Fall jetzt, wie zuletzt besprochen, dieses riesen Vorder oben angreifen und gucken, ob wir das übernommen kriegen. Aber vorher. Hübschen hoch, kostenloses Abo. Würdest du mir keinen mega, mega krass supporten? Die Glocke natürlich auch nicht vergessen, damit du keine weitere Folge hier auf meinem Kanal verpassen wirst. Dankeschön vorab. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Danke, dass du da bist. Let's go. So, dann looten wir mal hier den Schatz. Okay, irgendwelche dämlichen Steine habe ich hier nur bekommen. Ey, das war ein richtiger Akt. Dieses Ding hier zu erobern. Übertrieben viele Gegner. Weißt du, wie schwer es war, an die Dinger heranzukommen? Okay, man sammelt quasi, glaube ich, nonstop einfach nur irgendwelche Ressourcen, um sich daraus dann eben immer mehr Sachen zu craften. Ich glaube, darauf wird es, glaube ich, hinauslaufen. Wo ist denn das vor? Da vorne. Falsche Richtung natürlich. In der letzten Folge diese dämliche Brücke runtergeflogen. Muss jetzt hier den ganzen Weg einmal außen rum gehen. Oh, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. So, die sind resistent. Das heißt, ich muss meine Feuerschwert mal auspacken. Da bist du nicht mehr gegen resistent. Ne? Genau, anfällig. Das sagt einem... Das sagt einem quasi, okay, Achtung, yo. Wächst im besten Fall mal. Boah, was ist denn jetzt? Alter, was ist jetzt? Wächst mal kurz deine Fähigkeit durch. Also, um das Kampfsystem reinzukommen, hat es jetzt, keine Ahnung, wie lange gedauert? 20 Minuten oder so? Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt der heftigste Meister des Kampfsystems bin, aber es ist ziemlich intuitiv. Man lernt es ziemlich schnell. Und es geht super flüssig von der Hand. Es geht super flüssig. Und diese ganzen Sounds und Animationen hier von das ist absolut crazy. Absolut crazy. Hätte ich tatsächlich so nicht gedacht, weil das, was ich gesehen hatte, hätte ich gedacht, dass sich das irgendwie fummeliger spielt, aber dass das dann am Ende des Tages so butterweich von der Hand geht. Oh, crazy. Einfach nur genial. So, da vorne ist das vor. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Wo? Ach, da. So. Was passiert, wenn er auf mein Schild haut? Okay, das explodiert automatisch. Geil. Ziemlich nice. Diese dämlichen Kackvögel, Mann. Okay, das Gute ist, wie gesagt, da hatte ich ja so ein bisschen Bammel vor, dass die Welt komplett leer ist irgendwie. Aber ich muss halt echt sagen, dass egal wo du hingehst, du hast vielleicht mal 1, 2, 3, 4, 5 Meter, wo gerade nichts passiert, aber ansonsten spawnen halt überall irgendwelche Monster. Das heißt, wenn man das über Langzeit machen wollen würde, das Rumlaufen, hätte es immer was zu tun. So, Erfahrungspunkte. Sieht so aus, als wäre ich auf der falschen Seite. So. Immer gerade hier Ausrüstung. Als Ketten. Oh, 240er Trefferpunkte. Ist schon nicht schlecht. Kann ich das... Violette Magie, Rote Magie. Violette Magie, okay. Dann rüste ich die doch mal aus für Trefferpunkte. Was ist Nägel? Okay, mit neuem Nagellack kann die anders kämpfen? Schwäche-Effekte, die von Freyzaubern hervorgerufen werden, wirken länger. Schaden durch Freyzauber plus 5%. Okay. Okay. Todesstöße erzeugen Schockwelle. Okay, also Rechen bringt hier auch noch richtig Effekte damit bei, oder was? Bei niedriger Trefferpunkt wirken Heilungsgegenstände besser. Ja, das ist doch vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, oder? Angriffszauber laden sich schneller auf. Sämtlicher Schaden minus 5%. Nägel lackieren. Na, die Zeit nehmen wir uns noch, um die Nägel zu lackieren, oder, Freunde? Wahnsinn. Okay. Die Schubmagie lädt sich schneller auf. Sämtlicher Schaden minus... Schaden durch Zauber. Todesschüsse kriegt man ziemlich oft, deswegen rein da. Ressourcen, ey, das ist, diese Menügestaltung, die finde ich richtig cool. Gefällt mir.
Mal Ausrüstung haben wir auch noch gefangen. Ein Umhang, der Gravitas ausstrahlt. Was bringen die denn? Bringen die mir auch andere Vorteile? Relativ schlichtes Design. Besonders starken Zauber veredelt, wodurch die irgendwie. Okay. Mhm. Also ist das jetzt nicht hier irgendwie so eine Art Inventar? Hallo. Wo man dann direkt auch wechseln kann. Das ist einfach nur so ein Archiv. Oh, das ist Archiv, steht ja auch da. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Geh mal rein. Ja, mit frisch lackierten Nägeln, ne? So. Ja, da kommen wir doch jetzt locker flockig einfach drüber, oder? Boah, Eminem. Wo ist denn hier der Eingang? Gut, lass mich raten. Die Gegner hier drin, die sind eh zu krass. Aber egal, wir gehen einmal rein. Moinsen! Junge, du Sack! Bam, 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 bam. So, okay, die können auch alle zaubern. Was für eine Chance, Junge. Was für eine Chance, hä? Alter, die Wassermagie, die sieht so geil aus. Oder was soll das sein? Kältemagie, Frostmagie, die will ich auch haben. Die will ich auch haben. So, bleib mal stehen, du Hans-Voss. Könnte ja auch sein, dass man die Magietypen dann pro Gebiet lernt, wenn man da irgendwie den Endboss eben platt macht, ne? So. Also das Vor an sich dann innen drin sieht natürlich dann absolut ziemlich trist aus. Einfach nur leer. Nichts wirklich drin, keine Architektur, gar nichts. Einfach matschige, braune Wände mit eben Gegnern drin. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass hier eine mega krasse Armee irgendwie drin ist, aber dass hier nur 10 Leute sind, hätte ich jetzt nicht erwartet. Eins. Oh, oh, oh. Jo, ich habe die Kiste einfach aufgetreten. Kann man auch mal machen. Sehr beeindruckend. Ist was in der Nähe, sagt sie. Okay. Da ist was in der Nähe. Hier unten eventuell. Im Kampf sind die ersten Sekunden entscheidend. Und das sagst du mir erst jetzt? Ich glaube, dass das mit Reif und Frey. Wow! So macht das Spaß. Das ist für die Hilfe. Könnte lustig werden, wie die sich die ganze Zeit battlen dann zwischendurch mit den dämlichen Sprüchen. Das war's schon, ja? Das war's schon? Neue Magie ist verfügbar. Stand da gerade. Neue Magie ist verfügbar. Was ist das denn? Dieser Zauber kann nicht zu Mana recycelt werden, Alter. Diese ganzen Fachbegriffe. Mann, ich bin in der Demo, Junge. Kein Plan. Nicht der Rede wert, was wir da drin gefunden haben. Sie sagt's wenigstens. Sie sagt's wenigstens selbst. So, was haben wir denn hier unten? Ruine von Mar. Und schafft ihr die Umgebung aus? Monument des Rechts. Also das hier erstmal so richtig à la Ubisoft Sammelquatsch des Todes. So, wo ist denn da unten die Mission? Oh, das. Jetzt stirbt die, wetten. Jetzt stirbt die, oder? Okay, nee, es scheint keinen Fallstand zu geben. Die Landung war fast perfekt. Zurückhaltung kann dir gewiss niemand vorwerfen. Guck mal, da kommt so ein Wegpunkt noch aus mir raus. Ich mache erstmal ein Foto hier vorne. Das nehme ich mal mit. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen.
Du bist die Expertin. Ab durch die Linse. Hat jetzt ihr Handy dabei, oder was? Nee. Okay. Du hast jetzt eins. Damit bleiben noch 49. Die hat einfach ihr Smartphone in dieser komischen Welt dabei, okay. Ja, die gefällt mir, ja, Püppchen. Okay, gehen wir mal hin. Das könnte natürlich eine neue Magie sein, die man da jetzt lernt. So wie das aussieht, könnte das diese Frostmagie sein. Was ist das? Ist das Mana? Ja, ich glaube, hier lernen wir die neue Magie. Das sieht ganz danach aus. Rosenholzquell. Na, springen wir mal rein, oder? Nicht lang fackeln, einfach rein da. Damn, damn. Okay. Neuer Zauber erlernt. Nice. Okay, Aufstieg. Klettere mit mehr schnelleren aufeinanderfolgenden Sprüngen noch höher. Okay, geil. Na, okay, das sind Verbesserungen dann einfach da drin. Sind quasi das Verbesserungsding. Sind die dann überall? Rosenholzquell, die kann man bestimmt dann öfters finden, ne? So, manche Kräfte am Monument der Stärke verbessern. 4 von 5. Ich will gerade aber trotzdem noch mal kurz in das Menü reingeben, generell mit Magie, das hier. Silias Magie, Freyas Magie. Wer ist Silia überhaupt? Ist das meine Mentorin, meine Meisterin oder was? Guck dir das an, guck dir das an. Feuerboards, oh, Wahnsinn, ey. Ich will diese Feuerwand haben, aber sowas von. Oder hier so. Ach, auch geil. Verstärken ermöglicht ist die Magiebonus des Umhangs. Ist das immer pro, was man gerade ausgerüstet hat, dass er das anzeigt? Ich glaube, ah, guck mal, hier ist der andere Baum. Da ist der andere Baum, dieser Blütenbaum. Was kann der denn noch so verändern? Okay, das ist auch so geil mit diesen Ranken. Da guck mal, hier Felsen und so weiter. Jo, nice. Nice. Was ist das? Das sieht nice aus. Ach, weiter. Wir müssen weitermachen. Das Spiel ist cool. Fällt mir. Direkt mal abchecken uns gleich, wie viel Euronen das Game noch wert ist. Jetzt ist meine Ausdauer quasi verbraucht da unten. Aber die Punkte regenerieren sich sofort irgendwie wieder. Mhm. Da vorne schwebt irgendwas. Mal, wollten die mich hier hinterrücks überfallen, aber ich habe sie noch campen sehen. Ihr kleinen Penner. Hätte Fahrtkette. Ah, fuck, dann wäre noch so ein Turm gewesen für die Schnellreise, ne? Es gibt keinen Kompass, es gibt keine Minimap, es gibt nichts, ne? Das ist eigentlich auch mal wieder ziemlich cool. Du Lump. Du Lump. Wahnsinn. So, du Hanswurst. Richtig harte Sau, was? Ja. Eine Kraft von unermesslicher Tiefe und Leistungsfähigkeit. Wer sie beherrscht, gebietet über die Naturgewalten. Nice. Was ist das? Öffne deine Zauberliste. Wie kann ich das denn einsetzen? Das scheint doch schon freigeschaltet zu sein. Hier, das hier. Stufe 1.
Egal, also, wir gehen mal zu dem... zu dem Ziel. Vielleicht kann ich das dann da einsetzen. Mann. Oder aufwerten. Neue Magie ist verfügbar. 12 von 24. Hm, ich habe aber nichts gemacht, tatsächlich. Du musst wachsam bleiben. Der Schuss ist auch geil. Super geile Reichweite, macht guten Schaden. Mal warte, ich gehe mal auf den hier Sprengschuss. Das sind so Zombie-Wesen oder so. Okay, mich interessiert schon, was hier passiert ist in der Welt. Warum die hier so sind, warum alle angreifen. Oh, oh, nice. Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ja, eine annehmbare Leistung. Wow, Dankeschön. Du weißt, wie man Leute motiviert. Felsengras. Ja, ist ein bisschen... Ah, ja, okay, du musst halt mit dem Loot, den du sammelst, dann eben komplett dein Equipment craften und so weiter. Haben sie natürlich clever gemacht, damit du eben gezwungen bist, die Map abzugrasen, eben nach dem Loot, nach den Kisten und den ganzen Scheiß, den sie hier so versucht haben einzubauen, um Beschäftigungstherapie zu machen, damit das eben Sinn macht alles, ne? Ah, okay. Geh schon. Keine Sorge, es geht schnell. So ein uralter Magiereif. Da ist doch gerade irgendwas Großes über mich drüber geflogen, oder? So ein uralter Magiereif und sie redet einfach, wie alt mag sie wohl sein? 25? 18? Da, das sind die Steine. Sie redet so ganz neumodig. Okay, komme ich irgendwie da rüber? Das soll ein geiles Parcours-Ding sein. Wo ist meine Markierung? Ah, da unten. Ich müsste da unten. Ich versuche es aber trotzdem jetzt einmal. Nice, so. Oh, ne, so weit kann ich nicht springen. Nein. Ray, bleib bei mir. Verdammt. Verdammt. Oh. Okay. Okay, habe ich nicht gerade eben gelernt, dass ich jetzt mehrere Sprünge machen kann oder so? Und hier ist immer Ende. Hm. Okay, man muss das später... Man muss das später einfach, glaube ich, clever alles kombinieren. So, wo sind denn die anderen? Oh, oh. Ah, die halten zum Glück absolut nichts aus, die dämlichen Vögel. Oh, oh, oh. Was ist das schon wieder so ein... Ach, das ist Krokodil? So, wer hat denn hier gerade eben noch was? Also genau, du dämlicher. Ich glaube, das waren Lump. Alle. Lump bist du. Gute Arbeit. So, wie komme ich da jetzt am Blitzen hoch? Muss ich wieder den ganzen Weg laufen oder kann sie jetzt einfach hier irgendwo hochklettern? Im besten Fall kommen wir jetzt hier einfach irgendwie hoch, ne? Zweifel ist aber irgendwie. Komm schon. The fuck? Okay, das ist ein bisschen ätzend tatsächlich, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Das nehme ich mal mit. Nimm mal mit, Frey. Nimm mal mit. Ich muss irgendwie wieder auf diesen riesen Felsen kommen. Hm. Müsste hier irgendwo zwischen stehen bleiben können, ey, damit ich dieses Sprung wieder von neu anfangen kann. Aber gut. Soll nicht so sein. Das ist natürlich absolut ärgerlich, Mann. Mich verarschen. Dann komm, räumen wir das Camp. Räumen wir das Camp. Sind wir umzingelt? Ist doch egal. Wir schlagen uns schon durch.
Kann ich die Kiste auch vorher looten oder müssen alle sterben vorher? Oh. Man kann den Loot auch einfach so mitnehmen. Das ist natürlich auch. Das ist natürlich auch cool. Wenn du auch so ein bisschen Farmruns bist. Hier irgendwas Neues zu craften. Du läufst einfach schnell rein, nimmst die Kiste mit. Und ignorierst die Gegner einfach. Nice. Weil so krassen Scheiß. Oder generell irgendwas lassen die meisten Gegner eh nicht fallen, ne? Ab und zu mal, so wie er jetzt. Okay, man muss dann ein Dreieck spammen. Nice, mit diesem Block, er kriegt sogar Leben wieder, das ist cool. Na, die Reichweite ist jetzt auch nicht so grandios. Dann weg hier! Oh, die hat sich gerade angehört wie Jennifer Lawrence. Okay, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Die spawnen einfach endlos hier, ja? Komm her, du. Komm her, du! Lump. Da müssen die Biester schon früher aufstehen. Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. So, Freunde, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen da diese dämliche Wand wieder hoch zu kommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir unsere Magie leveln können. Ja, Feuerwand. Die sind absolut nice aus und die will ich mir unbedingt noch holen. Ja, ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie ist eure Meinung zum Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare rein, würde mich brennend interessieren. Bedanke mich, dass du da warst. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen hoch, kostenloses Abo. Einfach nur das Profil beklicken, würdest du meinen Kanal mega krass mit supporten. Dankeschön an jeden, der schon getan hat. Locker nicht vergessen, Jedi Survivor, Tears of the Fallen Kingdom, ohne Ende, Diablo 4 im Juni. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.